Hallo und herzlich willkommen zurück zum Minecraft Sonntag. Diesmal am Mittwoch, den 18.10. aufgenommen. Im Hintergrund Take the Lead von incompetech.com und ich merke gerade. So, war die falsche Map. So, jetzt ist richtig. Genau. Übrigens, seit dem letzten Sonntag ist noch nicht sehr viel Zeit vergangen, aber die Kommentarsektion war eindeutig, ob ich jetzt sterben soll oder nicht, und ich soll sterben. Ich soll es vielleicht so machen. Allein aus dem Grund, dass dann der Frustfaktor scheint, und tut mir leid, wenn es jetzt ein wenig knistert, aber ich muss erstmal das Mikrofon ein klein wenig richten, damit ich nicht allzu leise bin, und ich spreche dazu auch noch relativ laut. Ja, was gibt's zu sagen? Es ist gerade 20.27 Uhr, ich müsste jetzt eigentlich gleich noch ein bisschen Russisch lernen, da wir morgen eine Klausur schreiben, aber fuck off. Egal. Und dann, aua, haben wir ja schon, egal. Dann schreiben wir noch einen Mathe-Test und Philosophie haben wir auch noch. Da muss ich noch Hausaufgaben machen, aber egal. Mathe ist ja leicht, für mich zumindest. Ihr dürft mich jetzt alle hassen, denn ich mag Mathe. Ja, ihr dürft mich jetzt alle hassen. Alle, die mich jetzt hassen dürfen, den Video kann ich auch mal runtergehen. Alle, die mich nicht hassen, halt ich. Können sie entscheiden, ob sie es so lassen oder ob sie, Daumen drauf geben. Wie gesagt, ich mag Mathe, damit ihr noch mehr Gelegenheit habt, damit ihr euch nicht verhört habt, damit ihr euch ganz sicher seid, dass ihr mich hassen könnt. Und so, by the way, damit ihr mich noch mehr hassen könnt, habe ich vor, our Lehrer zu werden. Ja, jetzt habe ich ein klein wenig aus meinem Leben erzählt, was ich ja sonst nicht kann, wenn ich hier mit den anderen zusammen was rede, und ja. Dumme ist, in Minecraft ist es, glaube ich, ist meistens schlauer, sich vorher so Themen zu überlegen, wenn man redet, aber mir fällt, ich war mal wieder zu dumm, so eine Liste anzulegen, weil ich auch so überhaupt total im Leben sacke und überhaupt nicht zündlich. Und ja, ich würde sagen, worüber können wir sprechen? Über die Zukunft YouTubes vielleicht. YouTube, das Massenmedium schlechthin, das irgendwann mal das Fernsehen komplett ersetzen wird, so wie ich das sehe. Also so sehe ich das zumindest. Und yay, ich hab's geschafft. Und yay, ich hab's geschafft. Nice. Jetzt sind wir gleich auch wieder an der Stelle, wo es denn letztes Mal gehackt hat. Und dann hoffen wir mal, dass es dieses Mal besser funktioniert. Scheint besser zu funktionieren, aber das werden wir dann ja sehen. Wenn wir wieder da ankommen und diesmal nicht so noobig sind. Und ja, ich weiß nicht, habe ich heute den. Ja, ich weiß wieder. Ich sag wieder, ich weiß nicht. Oh, das ist eine Abkürzung. Nice. Dass ich das gemerkt habe. Ich hätte sie weiterhin ignoriert. Jetzt im Moment da unten. Nice, Abkürzung. Direkt mal übelst gecheatet, ohne überhaupt irgendwas einzutippen. Hammer geil. Ja, Zukunft YouTubes will irgendwas Fernsehen ersetzen, bla bla bla. Und wie es mit dem Kanal aussieht, na, ich weiß nicht. Erstmal muss man ja sehen, wir sind alle 15, maximal 16, also 15, 16 ist derzeit der Fall. Das älteste Mitglied, weiß ich jetzt nicht, ob das Philipp oder Marcel sind. Wer von den beiden älter ist, das weiß ich nicht so genau. Aber egal. Es ist ja noch. Moment, wer noch?
Sebastian, Nico, Max und ich. Dann hätte ich die 6 Mitglieder und wir 6, ja. Das kann ich so erzählen, überhaupt, wie der Kanal überhaupt mal entstanden ist. Ursprünglich waren wir wirklich 7 Leute waren wir ursprünglich. Da war einmal noch der Leon dazu. Und der Philipp, der ist ja später beigetreten, dafür hatten wir früher noch den Tom Arbel. Wir haben einseitig entschieden, wir alle zusammen vom Kanal, zumindest die, die an dem Zeitpunkt, als wir das entschlossen haben, da waren, haben uns dazu entschlossen, dass wir den Tom vom Kanal ausschließen, einfach weil der war nie online. Der hat erst gesagt, ja, bin im Urlaub und so. Ja, so zumindest ist das, was ich noch weiß. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, diejenigen, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ich glaube, ich habe es beim letzten Minecraft noch da schon gesagt. Und wie gesagt, schlechtes Gedächtnis, kein Skill. Also da war da halt irgendwas, der war ja nie online, obwohl er schon aus dem Urlaub zurück war. Und dann haben wir gedacht, ey, das hat keinen Sinn. Du musst unbedingt mal hier mitmachen, mitreden und so. Ja, und dann haben wir halt entschieden, ja, komm, gehst, machst halt nicht mehr mit. So, dann waren wir nur noch 6. Dann hatte Sebastian sich einen guten Freund von sich geholt, und zwar den Philipp. Der war ja auch schon mal hier bei dem Minecraft-Sonntag dabei, was früher nicht der Minecraft-Sonntag war, sondern irgendein anderer Tag an dem Minecraft. Okay, wieder rüber geschafft. Jawohl, wir haben es geschafft, endlich. Oder braucht mal Zeit. Können wir sterben? Nee, kann ich sterben. Ja, dann kam halt der Philipp. Und der kann derzeit noch nichts aufnehmen. Und jetzt läuft gerade neueste Tech auf. Ich denke, ich habe zwischendurch irgendwas vergessen. Und ja, ich muss erstmal hier drauf drücken. Oh, wir sind hier schon bei Stage 6. Heftig. Nein, das war glaube ich nicht so intelligent. Ja, Lian, wir gehen übrigens auf den Sack. Na! Ja, wir waren ja noch bei der Geschichte des Kanals hier. Also. Nein! Ja, so fucking close. Nein! Dann, ja, da war da halt der Philipp dazu gekommen. Und dann, ich freue mich auch, wenn der endlich noch was hochlädt. Was ist, hier ist irgendwas, Philipp, sei gegrüßt. Yay, ich hab's geschafft, Hammer, geil. Denn irgendwann hatten wir auch noch den Leon vor. Ja, vorher hatten wir noch den Leon. Den habe ich total vergessen. Er ist derjenige, der uns den Namen verschaffen hat. Also derjenige, der auf die Idee Psychopathen gekommen ist. Und leider ist er freiwillig vom Kanal ausgetreten, weil. Ja, ich weiß nicht, was war das? Irgendwie hatte der
Probleme mit dem PC und mit der Schule hat er auch was zu tun. Aua, ich bin gestorben, oder? Ja, könnt ihr bitte ein bisschen schneller gehen? Nette Erzählung noch über Leon und ja, wie gesagt, Leon konnte halt leider nicht mitmachen. Ich habe mich wirklich gut mit Leon verstanden, aber. Tja. Es kommt halt so, wie es kommt, ne? Manches soll einfach nicht sein. Scheiße. Und? Nice, ich hab's nicht geschafft. Na, wieder nicht geschafft. Ich sag viel zu oft M, ne? Scheiße. Eine Schweigeminute für Leon, der leider nicht mehr auf diesem Kanal ist. Es steht ihm, Leon auch wieder, falls du das jetzt siehst, es steht dir jederzeit wieder frei, dem Kanal beizutreten, wenn du die Möglichkeit und die Zeit dazu hast. Und natürlich die Mittel. Also, ne? Ich meine, ich hab und die Lust natürlich auch. Die Lust, ja, die darf natürlich auch nicht fehlen. Natürlich der Spaß am Zocken und am daran, andere Leute zu unterhalten. Liam geht mir nicht auf den Sack. Okay. Das war knapp. Gerade was im Hintergrund von Kevin McNeard. Ihr habt nichts gesehen, ne? Gut. Trotzdem bin ich zu unfähig dafür. Ey! Geht doch. Ah, nett. Scheiß Timing. Geschafft. Oh Mann, ich freue mich schon auf die späteren Sachen, so Level 8 nachher Master, so oh. Nein, schon wieder. Komm! Sieht doch! So. Ich hab rein gar nichts gemacht. Moment. Oh ja, das ist mies die Stelle. Nein! Das war dreckig. Oder scheiße. Scheiße, es trifft schon eher. Oh, verlebt. Hammer, nice. So geschafft. Ja, ich habe gerade ganze Zeit nichts gesagt, ne? Scheiße. Die Geschichte von diesem Kanal jetzt erzählt und ich kann ja mal erst über die Ziele der einzelnen Personen sagen hier von diesem Kanal. Ah, fuck. Eigentlich kann man ja auch hier durch, ne?
Ich glaube, das sollte gar nicht so weit unterhängen. Ihr könnt mich gern korrigieren, wenn es doch nicht so ist, aber ich glaube nicht, dass das hier so weit runterhängen sollte. Vielleicht ein klein wenig, aber nicht so extrem. Ihr dürft mich gerne korrigieren, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ah, verdammt. Ich schaff's noch auf. Nein, ich schaff's nicht auf. Ja, wie gesagt, die einzelnen Ziele, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Also ich und Nico, wir haben was gemeinsam. Unser Ziel ist es, oder unser Traum auf YouTube, eher gesagt, ist es, irgendwann mal was mit den Jungs von Pete's Meat zusammen zu machen. Oder wenigstens. Ja, halt. Natürlich ist es schön, wenn man YouTube-Partner wird und so. Und wenn man damit Geld verdient und euch so bessere Qualität schenken kann. Und außerdem wollen wir natürlich auch alle damit uns selber ein klein wenig mehr Taschengeld verdienen, wenn überhaupt. Ich bezweifle irgendwie, dass wir das schaffen. Weil wir sind halt nur kleine Kinder, in Anführungszeichen. Im Gegensatz zu anderen großen Let's Playern. Weil heutzutage wird man, wenn man heutzutage mit Let's Playen anfängt, dann kann man eh vergessen, irgendwie groß zu werden, weil solange man nicht gepusht wird oder irgendwie Promotion kriegt oder von irgendeinem großen YouTuber entdeckt wird, der die Arbeit gut findet, kann man ja nicht wirklich erfolgreich werden auf YouTube heutzutage. Das war früher noch total anders. Ja. War halt so. Aber ich glaube, ich habe gerade richtig viel Scheiße gelabert. Ich habe natürlich wieder. Ich bin jetzt total falsch gelaufen. Ich habe gerade totale Scheiße gelabert und ich weiß nicht mal selbst, was es war. Aber das mit YouTube-Partner, das ist nur meine Ansicht. Das ist so gesehen nur ein Bonus hier. Das ist ja eigentlich nur ein Hobby, das hier. Alles. Dieser Kanal, diese Videos, einfach alles hier. Es ist nur ein sehr aufwendiges Hobby. Es gibt ja auch viele Menschen, die denken, ach, das ist doch einfach nur, ja, nimmst du auf und dann lädst du hoch. Ja, es ist nicht ganz. Dazu gehört noch das Rendern, ne? Und ja, das Render, das dauert halt eine Weile, kommt auf eine welche Qualität. Weil ich denke mal, dieses Video hier werde ich nur in WMV rendern, also dass die Datei viel kleiner wird. Weil es wäre nicht wirklich sehr schön, wenn ich das hier in MP4 render, weil das wird jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde oder eine Stunde Videomaterial oder so. Weil ich das in MP4 render, dann brauche ich dafür mit meiner 6000er Leitung und dazu noch, dass mein Internet manchmal einfach übel spackt, schätze ich mal, dass ich so um die 36 Stunden brauche ich, denn wenn dieses Video hier wirklich eine Stunde lang wird, dann werde ich schätzungsweise so viel brauchen. Das liegt einfach daran, dass ich auch verfickt nochmal auf dem Dorf wohne. Na gut, nicht wirklich auf dem Dorf, aber in einer kleinen Stadt mit nicht ganz 5000 Einwohnern. Circa 60 Kilometer Moment, Norden, Westen, Osten. Ja. Ja, tut mir leid, ich habe die Himmelsrichtung nicht im Kopf. Also circa, ja, nicht 60. Ungefähr 80 Kilometer. Fuck. Okay, ich bin gut, dass man da nicht stirbt. Also circa 80 Kilometer die A24 weiter westlich von Hamburg. Da ist so ein kleines Kaff, das nennt sich Wittenburg, direkt an der A24.
mit dem Alpine Center Wittenburg Hamburg, falls das jemandem irgendetwas sagt. War, glaube ich, irgendwie mal das größte Indoor-Skihalle Deutschlands oder so, wenn ich mich nicht irre. Oder Europas sogar. Ja, es war vor ein paar Jahren, glaube ich. Aber ich kann auch sein, dass mich irre. Ich. Ja, vielleicht war es auch nur ein Gerücht, das ich gehört habe. Wahrscheinlich in der Zeitung, weiß ich nicht. Egal, ich schweife gerade wieder ab. Und wie gesagt, es ist halt so ein kleines Städtchen und wir haben so Kack-Internet in Mecklenburg-Vorpommern ist ja dafür bekannt, dass Mecklenburg-Vorpommern so ein bisschen ländlich und klein ist. Und ja, ich habe halt so richtig geil, das beste Internet hier ist 6000er Leitung, zumindest hier bei mir in der Stadt. Und es dauert nun mal, weil ich, wenn mein Vater dann auch noch ein bisschen was von dieser Leitung haben möchte. Und da die Upload-Geschwindigkeit ungefähr 1 Megabyte beträgt, 1 Megabyte Sekunde beträgt, schätzungsweise sterbe ich gerade. Ja, weiß ich auch nicht weiter. ja. So. Na, sprintet er nicht. Hui, ich möchte endlich mal wieder was mit den anderen zusammenzocken. Genau, ich habe noch eine wesentliche Sache vergessen. Ursprünglich hat ja Nico diese Idee mit dem Kanal gehabt. So, und die hatte er von Pete's Meat, weil das seine Lieblings-Display ist. Und mittlerweile sind das auch meine Lieblings-Display, einfach nur weil die geil sind. Und ja. Laggy. Wenn das so scheiße ruckelt mit 18 FPS, dann kann das ja gar nichts werden. Hui. Scheint, als würde mein PC eine längere Aufnahme nicht verkraften. Der sehe ich gerade wieder. Wahrscheinlich genau das gleiche Problem wie letztes Mal. Wahrscheinlich sind wir jetzt auch wieder gerade mal bei einer halben Stunde oder so. Und hui. Ich mag es wirklich zu sterben. Das macht ordentlich Spaß. 12 FPS, das geht ja gar nicht. Na ja, gar kein. Das kann man ja gar nicht wirklich wahrnehmen hier. Wenn ich privat zocke und mit Server an, könnte ich stundenlang zocken. Und das ist. Ey, ich sehe keinen Sinn hier. Ich wette, das ist wieder so übelst eine kurze Aufnahme jetzt. Auch wieder so 20 Minuten. Schätzungsweise. Ja, geil, 7 FPS, Hammer, geil. So muss das ordentlich sein, ja. Und da hat sich Minecraft auch mal wieder aufgehängt. Oder aufgehangen, oder was weiß ich. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt hier das Profilbild eingeblendet sehen. Ja. Also, ich erzähle einfach mal weiter. Ist halt ein bisschen mehr Laberfolge jetzt, wie das eine Mal bei Yu-Gi-Oh! Der Nico hatte halt die Idee zum Kanal, hat so in der Gruppe auf Facebook geschrieben, ja, habt ihr Bock irgendwie mit mir zusammen einen Kanal zu machen? Und er hat auch mich vorher gefragt, weil Nico und ich kannten uns schon ein bisschen länger. Seit Anfang 2012, wenn ich mich nicht irre. Hat mich mal gefragt, ja, willst du da vielleicht mal mitmachen? So, zu der Zeit hatte ich noch meinen eigenen Kanal. Da habe ich gesagt, ja, ich werde ab und zu mal ein paar Videos machen. So, und ja. Und dann ist was passiert, ja, dann wurde ich von irgendwelchen Spacken. Wir haben sich irgendwelche Spacken aus meinem Real Life gedacht, die kennst du im Real Life? Das ist ein Lappen? Mobben wir doch den mal schön und haten wir den. Ja, hat ordentlich funktioniert. Ich habe meinen Kanal dicht gemacht. Da lade er keine Videos mehr rauf.
also hoch, und dann gehe ich mal hoch. Und da habe ich gesagt, ey komm Nico, ich wurde gehatet, ich komme jetzt komplett auf den Kanal rauf. Und so hat sich das halt ergeben, dass ich hier drauf gelandet bin und ich wollte das jetzt einfach nicht aufgeben, nur wegen so ein paar Spacken aus meiner Schule. Ja. Dann verabschiede ich mich jetzt mit dem Anfang hier von MTA, auch von incomplete.com. Wenn ihr mehr von diesen Geschichten hören möchtet oder sowas, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Oder wenn ihr weitere Themen habt oder etwas weiteres von mir wissen wollt. Wie gesagt, unten ist so eine Box, da kann man so Kommentare schreiben und posten. Ich werde mir die wahrscheinlich alle durchlesen, wenn ich nicht von abkomme. Nochmal der Grund, warum ich jetzt am Donnerstag aufnehme, ist, weil ich am Wochenende schon etwas vorhabe und das ist von Freitag bis Sonntag, bin ich dann nicht zu Hause und dann kann ich das Video nur freischalten und hochladen, muss ich das dann über die Zeit, deswegen denke ich mal, dass ich das doch in MP4 rendern kann. Nur muss dann der ganze Zeit PC laufen, aber egal. Ja, also, ich rede hier schon wieder um den heißen Brei, also, dann bis zum nächsten Minecraft Sonntag und ciao.